Richtig tauchen, also mit Sauerstoffgerät, Taucherbrille und Flossen, ist nicht nur was für Erwachsene. Im Rahmen einer Ferienpassaktion konnten 16 Teilnehmer zwischen 8 und 14 Jahren im Hössenbad in Westerstede selbst einmal ausprobieren, wie das geht. Damit gerechnet, gleich 15 Minuten unter Wasser zu bleiben, hatte niemand. Nee, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das dauert etwas länger, bis man das wirklich kann und bis man so schnell schon ins Wasser kommt. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das heute schon mache mit dem Tauchen. Also ich dachte eher nur so ein bisschen im Flachen. Um im Tiefen tauchen zu können, gehörte natürlich zuerst eine Einführung in die Grundbegriffe und die Auswahl des passenden Zubehörs dazu. Sicher waren diese Kids zu jeder Zeit, denn immer war ein erfahrener Taucher mit unter Wasser. Eigentlich gibt es keine Gefahren, auch in diesem Alter nicht. Das ist medizinisch ab 8 Jahren inzwischen abgeklärt und gewährleistet, dass man sicher tauchen kann. Wir machen Tauchen hier unter absoluten Sicherheitsbedingungen. Es gehen immer maximal 2 Kinder gleichzeitig mit einem Tauchlehrer zusammen unter Wasser. Und die tauchen auch bis maximal 2 Meter Tiefe hier, sodass dabei überhaupt nichts passieren kann. Wenn wie jetzt gerade wieder ein Kind mal hoch will, dann kann es jederzeit zur Oberfläche gehen, ohne dass dabei irgendwelche Gefahren für die Kinder jetzt auftauchen. Also zum Tauchen in tiefen Gewässern gehört dann doch weiteres Training. Aber dieser Kurs sollte den Kindern in erster Linie eins vermitteln. Wir wollen den jugendlichen Kindern auch in diesem Alter schon beibringen, wie diese Faszination des Schwebens unter Wasser funktioniert, sodass sie es am eigenen Leib erfahren können. Das hat geklappt. Die Faszination war den Kindern aus dem Gesicht zu lesen. So, wieder machen würde ich es gerne. Das ist lustig, da die ganze Zeit so rumzuschweben irgendwie. Also das war das, als wenn man im Wasser schweben würde. Also man ist geschwebt und einfach schwer, war schwerelos. Und man brauchte sich fast nicht bewegen, um weiterzukommen. Wer das schon mal mitgemacht hat, der will am liebsten immer wieder mit dabei sein oder gleich richtig Taucher werden. Super. So, dann setze dich auch einmal dahin. Ich halte die Flasche fest. Kann nichts passieren. Ich bin nicht aufgeregt, weil ich schon einmal das gemacht habe. Also zu Hause frage ich dann meine Eltern, ob ich da mitmachen kann, weil das scheint ganz viel Spaß zu machen. Dieser Kurs ist mit Sicherheit auch im nächsten Sommer wieder sofort ausgebucht.